Man sieht es der Triumph Tiger Explorer nicht auf den ersten Blick an. Für das Modelljahr 2016 wurde ihre Technik gründlich überarbeitet. Der Motor erfüllt jetzt zum Beispiel die Euro 4 Norm. Sie ist jetzt in 5 Varianten erhältlich. XR, XRX und XRT stehen auf Gussrädern. XCX und XCA auf Drahtspeichenrädern. Zusätzlich sind die Typen XRX und XCX auch als tiefer gelegte Lau-Versionen erhältlich. In jeder Variante liefert die 2016er Explorer 139 PS Nennleistung und 123 Newtonmeter maximales Drehmoment aus dem bekannten 1215 Kubikzentimeter großen Dreizylinder an den Kardan. Vorne wie hinten wuchsen die Reifenbreiten auf 120 bzw. 170 mm. Die Geometrie wurde mit einem steileren Lenkkopf, weniger Nachlauf und kürzerem Radstand als beim Vorjahresmodell behutsam in Richtung Agilität getrimmt. Die Kupplung ist deutlich besser zu bedienen und verfügt jetzt über eine Anti-Hopping-Funktion. Wir fuhren die XCA-Version mit elektronisch einstellbarem Fahrwerk und semiaktivem Dämpfer Probe. Die breite Spreizung des Dämpfungsverhaltens zwischen den Einstellungen Sport und Komfort erlaubte einerseits ein stabiles Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten auf Asphalt. Andererseits machte die Explorer auch auf üblen Schlaglochpisten eine gute Figur und federt die Verwerfungen sanft weg. Für den Schottereinsatz ist bei den Top-Varianten wie der XCA ein Offroad-Modus hinterlegt, der nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden kann. Er bietet mehr Negativfederweg, eine spezielle Dämpfungskennlinie und lässt ABS und Traktionskontrolle etwas später eingreifen. An den mehr als 270 Kilo Eigengewicht der vollgetankten XCA Explorer kann er allerdings nichts ändern. Besonders interessant ist die Vielfalt der Ausstattung. ABS, Traktionskontrolle, die zwei Fahrmodi Road und Rain, einen elektrisch verstellbaren Windschild sowie einen 5 Volt USB-Anschluss haben alle Varianten. Darüber hinaus sind unter anderem verfügbar 3 weitere Fahrmodi, Sport, Offroad und ein frei konfigurierbarer. Eine schräglagenabhängige ABS-Regelung, ein Tempomat, ein semiaktives Fahrwerk, eine elektronische Reifendruckkontrolle, eine niedrigere Sitzposition, zusätzliche Bordsteckdosen sowie Heizgriffe und beheizte Sitze. Für die Top-Variante der Explorer-Reihe, die XCA, ruft Triumph 18.600 Euro Einstandspreis auf. Die Basisvariante XR ist ab 14.300 Euro erhältlich.